Fürchte, ist der Campus keine öffentliche Toilette. Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Wir haben beim letzten Mal ein riesiges Gebäude gebaut, was für mich als Studentenwohnheim dienen soll. Oder für unsere Studenten vielmehr, nicht für mich. Und da sind wir gerade dabei, das einzurichten. So, Takt auf die Tür kriegen wir hin. Und natürlich lerne ich auch etwas. Ich werde noch Toiletten- und Duschräume machen. Denn mit der richtigen Einstellung. Ach, der Omniheiler, stimmt, den wollte ich auch mal verbessern. Man nicht noch schlimmer machen kann. Aber ich glaube, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Zufriedenheit. Da müssten wir doch mal schauen. Studenten. So, warum bist du unzufrieden? Du hast keine Energie, du musst aufs Klo, willst unterhalten. Okay, Essen und Hygiene sind anscheinend. Also, ne, wir müssen Duschräume machen, wir müssen mehr Automaten, beziehungsweise vielleicht auch mal mehr Stände hinstellen. Weil ja hier immer alle Schlange stehen. Wir können natürlich auch hier so eine Art Futtermeile machen. Hausmeister! 10 Hausmeister weiterbilden, sehr schön. Haben wir. Check. Romandi? Du willst den romandischer Film? Ja, den gönnen wir dir doch. Science Fiction, den gönnen wir euch auch. Was macht das Darlehen? Okay, das mit dem Zurückzahlen würde noch dauern. Ich brauche mehr Hausmeister zum Abwehren, die kommen nicht in den Pushen. So, Moment, Rittersportwissenschaft, was haben wir? 1000 Studenten aufsteigen lassen, nice. Was wollte ich? Hausmeister, genau. Die kämpfen können, zack. Oh, Stufe 7 und du bist schnell. Ist ja ein Träumchen. Was haben wir noch Schönes? Stufe 3 nehmen wir auch. Yay, das Forschungsprojekt ist durch. Wunderbar. Dann machen wir mal die Weiterbildungskapsel als nächstes. Wir haben hier den Wunsch nach einer Aufenthaltsraumparty. Das kriegen wir hin. SZ-Party kriegen wir auch hin. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier an der Seite mal ein größeres Badezimmer. Schön mit dem güldenen Klo. Einmal komplett voll die Reihe. Komm, können wir ein bisschen näher ran, ne? So ein bisschen mehr Detaillierungsgrad hier bekommen. So. In den Nachrichten dreht sich heute alles um das von Popstar Jasmine Odyssey geposterte Bild eines Pfannenwenders. Die Fans spekulieren, ob das ein Hinweis auf neue Songs sein könnte. So, zwei Mülleimer. In der Küche einfach die Kamera naja, ein Mülleimer muss reichen. Was es auch ist. Hier was zum Desinfizieren und noch ein paar Blümelein. Und auch hier schön blumig riecht. Zack. So, analog dazu machen wir hier an der anderen Seite einen längeren Duschraum. Handtuchhalter. Moment, ein bisschen näher ran. Wird auch alles hier schön symmetrisch aneinander packen. Mein innerer Monk will das so. So, falls man sich nochmal die Hände waschen will, ein paar Waschbecken. Ein bisschen was zum Trockenföhnen. Ein, zwei Blümelein. Was zum Desinfizieren und ein Mülleimer. Hallo? Mülleimer? So. Da. Zack. Und wieder eine Campusstufe hoch. Boogie Nights sollt ihr haben am Ende des Semesters. Oh, guck mal, die Zufriedenheit. Zack, haben wir schon. Ach, wir müssen noch das große Kiosk machen. Was haben wir hier? 25 Party-Events. Sehr schön. Warte mal. Das möchte ich aber hier machen.
Große Tjost. Ah, das kriegen wir nicht mehr hin. Okay, das müssen wir nächstes Semester machen. So, das können wir mal upgraden. Ach, warte mal, wir sollten hier ein neues Forschungsprojekt machen. Zack. Ich meine, gut, wir hätten auch ein neues freischalten können, das schon. Okay, jetzt sinkt gerade wieder die Zufriedenheit. Aber warum? Was stört euch? Ihr kriegt doch hier Partys und alles hinterher. Ah, warte mal, da ist kein Personal. So, wir gucken jetzt mal nach den Auszeichnungen. Jahr Nummer 6. 42 Abschlüsse, 101 bleiben im Studium. Wir haben bereits einen Forschungsbeitrag für den Campus der Zukunft, für den Campus des Jahres und für Club Royal. Das mit den Clubs kriegen wir irgendwie zuverlässig jedes Mal hin. Finde ich super. An der Uhr gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Traurig, aber wahr, liebe Zuhörer. Doch verzeihen Sie nicht. Nein, nehmen wir die Rittersportwissenschaften. Keine Frage. Ich sage gute Nacht und verabschiede mich mit einem echten Gassenhauer. So, wir brauchen, ich glaube, dieses Semester können wir schaffen. Wir brauchen nur noch 2 Studenten mit der Note A. Das sollte ja wohl machbar sein. Wir starten unser Folgejahr. Zack. Nachhilfezimmer 1 benötigt Dozent. Erst einschreiben, dann studieren. Guck mal hier, du hast sogar Nachhilfekompetenz. Nice. Und du hast Nachhilfekompetenz in Rittersportwissenschaften. Sehr schön. Hätten wir das schon mal geklärt? Was ist dein Wunsch? Oder bist du der den Schrebergarten haben will? Karl Spaß bei nicht sehr? Er ist es, okay. So, Tag zur offenen Tür für Forschologie, das kriegen wir hin. Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Warte, also wieder so ein paar Eindringlinge. Kann man eigentlich bei den Mitarbeitern Prioritäten setzen? Das geht, glaube ich, nicht, oder? Ah, doch. Sehr schön. Wieder was gelernt. So, irgendwie wird unser Plus immer ein bisschen kleiner. Das finde ich jetzt nicht gut. Woran hat er die gelegen? Gut, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Dozenten eingestellt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. So, machen wir hier direkt dran die nächste Reihe. So, können die Turnierbahn verbessern, ja, nice. Und wieder eine weitere Campusstufe erreicht, yay. Da kommt doch Freude auf, ihr Lieben. Wir warten hier mit dem Upgrade und dann planen wir mal die große Tjost. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht vielleicht auch noch hinten einen großen Aufenthaltsraum machen möchte.
Und dann vielleicht auch mal eine Fressmeile, also. Wo ich entsprechend die ganzen. Die Jahresendwertung ist jetzt verfügbar. Bitte keine unerlaubte Panik. Oh, 5000. Nur noch zwei entkommen. Es wird weniger, ihr Lieben. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal endlich wieder einen kompletten Angriff abzuwehren. Doch, ich glaube, ich mache das. Ich mache hier hinten ein. Essig macht froh. Ah ja. Aber erstmal die Kampfschulungsstation. +20.000. Sehr schön. Was macht denn das Darlehen? 150.000. Ja, das dauert noch, da wir ja immer weitere Aufgaben noch haben. Und weitere Ausgaben wie die SZ-Party zum Beispiel. Oh, ich glaube, ich mache hier hinten einen großen Aufenthaltsraum links und ein neues, weiteres Studierendenzentrum rechts. Das finde ich, glaube ich, grundsätzlich eine sehr gute Idee. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Und wieder Rostprobleme. Ja, dann rostet doch alle vor euch hin. Von mir kommt ja auch laufend immer noch ein bisschen Geld rein. Was möchtest du haben? Aufenthaltsraum Prestige Stufe 9. Ja, das werden wir hier hinten mit Sicherheit hinbekommen. Sehr schön, wieder ein bisschen gewinnen. Ich muss erstmal gucken, wie weit ich die Zimmer hier machen will. Ich glaube, ich mache hier an der Rückseite von dem Raum noch eine Reihe dran und dann nutze ich den restlichen Platz für Aufenthaltsraum. Ja, ich glaube, das finde ich eine gute Idee. Ja, damit kann ich leben. Aufenthaltsraumparty, haben wir kein Geld. Ärgerlich. Jetzt ein bisschen Geld und da kommt ein bisschen Geld. Aber der Erfahrungsbonus ist jetzt nicht so hoch. Schade. Der Campus bietet den Studierenden medizinische Versorgung. Zumindest theoretisch. So, Aufenthaltsraum. Muss ja kurz gucken, wie breit das insgesamt geht. 29. Das heißt, wir werden es nicht genau symmetrisch hinbekommen. Das heißt, ich mache es so und mache dann den Eingang dahin. Sir Nigel Bickleworth. Cheers, cheers. So, da hinten machen wir jetzt erstmal die Küchenzeile. Lassen Sie alles liegen und stehen und geben Sie sich der zuckersüßen Melodie meiner Stimme. Zwei Kühlschränke. Ich bin Sir Nigel Bickleworth und Sie, wenngleich unbeabsichtigt, haben gerade eine wunderbare Entscheidung getroffen. So, wir Sie machen mal nämlich gleich die beste Radiosendung der Stadt. Da zwei Automaten hin. Hier zwei Automaten. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Was machen wir denn noch Schönes? Da machen wir eine Dartscheibe hin. Ein paar Kicker. Ein bisschen was zum Daddeln. Den anderen auch nochmal. So.
Also, sieht auf jeden Fall schon mal nett aus. Hat schon Prestigestufe 10 erreicht. Das finde ich super. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich den... Dich wollte ich packen. Och, was soll der Quatsch denn? Zack. So. Und dadurch, dass das jetzt so ein paar Minuten gedauert hat... So, wir nehmen Aufenthaltsraum 2. Einfach, weil da viel mehr Leute reinpassen. Dadurch, dass es so lange gedauert hat, haben wir den Vorteil, dass wir ganz einfach mehr Geld haben. Mein Gott, immer mehr Campusstufe, sehr schön. Wunderbar. So, haben wir diesmal alle abgewendet? Nein, einer ist noch entkommen. Wir haben Rostprobleme, aber wir haben Geld. Yay! So, Boogie Nights. Na, Moment, damit warten wir noch. Da machen wir erstmal den anderen, das andere Studierendenzentrum fertig. So, erstmal da eine riesige Bühne. Und die Bartheke. Noch so bewusst hier ein bisschen diffuser, was die Verteilung der Tische angeht. Und ich gebe schon wieder viel zu viel Geld aus. Jetzt habe ich kein Geld für eine Jukebox. Verdammt! Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Tempo, damit wir schneller an Kohle kommen. Diese Woche beschäftigen wir uns bei Bickleworths Bewertungen mit einer Popkapelle namens Helium Baboons. Ja, das ist eigentlich nicht so meine Nackensteak-Kragenweite. Ich will eigentlich noch mehr von dem Boden hier haben. Aber es war lange nicht so schlecht wie der Großteil der modernen musikalischen Plätze. Komm, Geld. Danke. Helium Baboon. Nicht so schlecht wie befürchtet. Dafür gibt es von mir 2 von 5 möglichen Achselzucken. Perfekt. So nehmen wir es. Und schon wieder alles vollgemüllt. Ihr seid so bescheuert, Leute. Erstmal. Entschuldigt bitte, aber ist so. Mehr Hausmeister braucht das Land. Können wir uns aber nicht leisten. Schade. Ich warte bewusst noch mit der großen Tios, weil ich will erst mein Studierendenzentrum hier fertig haben und dafür brauche ich halt noch ein paar Taler. So, falsche Manieren. Milchwissenschaft. Na komm, wir machen mal lieber die eher praktisch orientierten Sachen, so romantischer Film. Anfragen an die Kommt. Dafür haben wir eine ganz Boogie Nights ist da und wir machen parallel die Honor Rollers in Studierendenzentrum 2. Zack. So, wir machen hier noch... Ich will einfach aus optischen Gründen das hier fertig haben, aber gut, das werde ich diese Folge nicht schaffen. Ihr Lieben, wir machen einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.